Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Lesemonat Dezember für euch und ja, es ist ein bisschen später als sonst, aber ihr wisst ja, wie das ist. Beim Jahreswechsel gibt es eben noch eine Vielzahl an Videos, seien das jetzt Statistikvideos, Jahresrückblicke, Jahreshighlights, Jahresflops etc. etc. Und da musste der Lesemonat leider ein bisschen hinten anstehen, aber heute gibt es ihn für euch. Ich weiß, ihr freut euch drauf. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher liegen. Und ich glaube, ich habe noch 2 E-Books gelesen. Also insgesamt waren es 11 Bücher. Und mein innerer Monk hat gejubelt. Gegen Ende des Jahres wurden es dann tatsächlich 111 Bücher. Also ich habe im November mit 100 Büchern abgeschlossen und habe dann eben jetzt im Dezember noch 11 Stück gelesen. Starten wir direkt mit dem ersten Buch, mit dem ich auch in den Dezember gestartet bin. Ich kann es euch jetzt nur auf meinem Handy zeigen, weil mein Kindle gerade keinen Saft hat. Das ist der finale Band von der Spiel der Mächte-Reihe. Oh, ich muss gucken, dass es nicht spiegelt. Von Sarah Kent. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich die ganze Reihe sehr, 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 sehr gerne gelesen habe und auch im Blogger-Team von der Sarah bin, beziehungsweise auch Verlagsblogger beim Hybrid-Verlag bin. Das habe ich euch ja in meinem letzten Video schon erzählt. Und im Band Schicksalsfäden, dem Finale der Spiel der Mächte-Reihe, geht es auch wirklich nahtlos weiter, wo es in Band 5 geendet ist. Und wie der Name schon sagt, Schicksalsfäden, laufen jetzt im Finale alle Fäden, die in den vorigen 4 Bänden gesponnen worden sind, zusammen. Manche Charaktere, die man vorher gehasst hat, liebt man plötzlich. Manche Charaktere, die man vorher gehasst hat, hasst man auf einmal noch mehr. Ich spreche von genau einem Charakter. Ja. Ich hab's irgendwie nie so mit Engeln. Ich weiß auch nicht. Ganz oft nerven die mich. Außer bei der Angelus-Saga, dann nicht. Ja, auf jeden Fall hat Sarah da eine wunderschöne Geschichte oder eine wunderschöne Reihe geschaffen. Manchmal gibt es Parallelen zu anderen Fantasy-Romanen, wo ich immer ein bisschen schmunzeln musste. Zum Beispiel, wenn man jetzt bedenkt, bei den Shadowhunters gibt es ja diese Parabatei, wo man quasi sich an eine andere Person bindet. Sowas gibt es hier in den Büchern auch. Die nennen sich dann irgendwie Schattenbrüder? Schlagt mich tot, ich weiß es gerade nicht mehr von dem Buch. Irgendwas mit Brüdern. Und es hat mich halt sehr an die Schattenjägerreihe erinnert. Und es gibt auch mehrere Parallelen, wo ich dachte, ah, da hat sie sich bestimmt inspirieren lassen. Also wenn ich sage, wobei einmal ist das ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber es waren halt gerade in einem der Bände mehrere Dinge, wo ich dachte, da hat doch jemand vorher Shadowhunters geguckt oder die Bücher gelesen. I don't know. Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt das Finale, aber die Reihe endet irgendwie dann doch nicht. Irgendwo endet sie und irgendwo endet sie nicht. Denn die Spiel der Mächte-Reihe ist quasi die Vorgeschichte zu einer neuen Reihe, die Sarah auch im Hybrid-Verlag veröffentlichen wird. Und ich glaube, aktuell ist sie bei 14 Bänden. Sie heißt Blut der Mächte. Also auch im Titel so ein kleiner Teaser auf diese Reihe. Und ja, ich habe sie gar nicht gefragt, wann der erste Band erscheinen wird. Ich hoffe ja 2022. Sie ist auf jeden Fall sehr fleißig dabei zu schreiben, zu korrigieren. Und ich glaube, der erste Band ist auch schon im Lektorat. Wie gesagt, schlagt mich, ich weiß es nicht, 100%. Das ist nur das, was ich noch so im Kopf hatte von unserem letzten Gespräch. Machen wir weiter mit einer Reihe, die ich wieder mit meinen Saarland-Mädels gelesen habe. Genau wie Band 1, Ring aus Feuer. Der zweite Band der Atlantis-Chroniken. Ich muss den Arm wechseln, wir müssen es heute so rum machen. Mir tut nämlich ein bisschen der Arm weh. Ich habe nämlich meine Booster-Impfung bekommen. Ja, endlich. Ja, Ring aus Feuer. Kommen wir wieder zu den Büchern. Ring aus Feuer ist der zweite Band der Atlantis-Chroniken und geht auch nahtlos eigentlich dort weiter, wo der erste Band geendet ist.
Wir haben hier wieder Taris, unsere Hauptprotagonistin, die ja etwas wütend auf Ezreal ist, weil er etwas gemacht hat, wovon er gesagt hat, dass er es nicht tut. Es ist ganz schwierig, einen zweiten Band zu erklären, ohne den ersten Band zu spoilern oder ohne das Ende des ersten Teils zu spoilern. Auf jeden Fall sind die zwei im Clinch. Und sie will eigentlich mit der ganzen Sache, mit den Engeln und den Göttern gar nichts mehr zu tun haben. Aber ich sage jetzt nicht, warum es so ist. Sie macht sich auf die Suche nach dem zweiten Artefakt, dem Ring aus Feuer, weil sie einfach mit dieser ganzen Geschichte abschließen will. Und ich sag mal, die Götter haben ein Druckmittel gegen sie, das sie auch definitiv einsetzen würden, wenn sich Taris weigert, die Artefakte weiterzusuchen. Ja, also ich muss sagen, mir hat der zweite Band nicht ganz so gut gefallen wie der erste. Auch wenn gegen Ende ein riesiger Plot-Twist drin ist, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Also irgendwo habe ich mit gerechnet, aber irgendwo nicht. Aber ich sag mal, die Geschichte in Band 1 fand ich einen Ticken spannender. Ohne zu sagen, dass ich diesen Band nicht spannend fand. Also ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, im März kommt dann auch der dritte und finale Band. Der heißt Krone aus Asche. Ja. Bin ich schon sehr gespannt. Also es sind ja schon extrem dicke Schinken. Und ich muss sagen, bei Mara, egal wie dick die Bücher sind, die könnten vermutlich auch so dick sein. Sie lassen sich einfach super gut lesen und das macht für mich halt auch einfach ein gutes Buch aus. Und was bei ihr halt auch immer der Fall ist, sie schafft es, dass ich wirklich trotz Schlafmangel etc. immer, immer, immer wissen will, wie es weitergeht, weil die Kapitel immer so spannend enden, dass es auch beim Abschnitt einteilen super schwierig ist, sich wirklich an diese Grenzen zu halten. Und eine Sache gibt es, die würde ich so ein bisschen kritisieren, aber das macht halt jeder Autor anders. Wir hatten zum Beispiel ein Kapitel, das war, glaube ich, 120 Seiten lang und ich persönlich hasse es, mitten im Kapitel aufzuhören. Aber mit Baby und sonstigen Verpflichtungen ist es halt echt mega schwierig, manchmal 120 Seiten am Stück zu lesen. Und gerade wenn man es in einem Buddy-Read liest, ja, man macht halt ungern einen Abschnitt mit 120 Seiten, weil einfach jeder noch anderes am Tag zu tun hat. Und deshalb haben wir dann beschlossen, dass wir halt uns immer 2 Tage Zeit lassen für einen Abschnitt. Aber es ist mir echt mega schwer gefallen, mitten im Kapitel zu enden. A, weil es so spannend war. Und B, weil ich es einfach persönlich hasse, mitten im Kapitel aufzuhören. Ich habe das in meinen Büchern auch anders geregelt. Bei mir haben manche Kapitel auch einfach nur 6 Seiten. Aber wenn es einfach in dem Moment nicht mehr zu erzählen gibt, ist es halt so. Und ich versuche halt immer am Ende von einem Kapitel so einen kleinen Cut zu machen, dass im nächsten Kapitel quasi eine neue Szene kommt. Aber wie gesagt, Mara macht halt gerne lange Kapitel. Als nächstes kommen wir zu einer Reihe, die ich im Dezember komplett durchgesuchtet habe. Es ist eine Dialogie und es ist eine Dialogie von Kira Cass. Promised und Promised, die zwei Königreiche. Also quasi der erste Band und der zweite Band. So wunderschön sehen sie zusammen aus. Ich zeige es euch auch noch von hinten. So wunderschön sehen sie von hinten aus. Ich liebe die zwei. Nicht nur, weil sie super schön sind, trotz Mensch auf dem Cover, was ich ja eigentlich gar nicht so mag, sondern auch die Geschichte war einfach schön. Also es war jetzt kein Fantasy-Highlight, da nehme ich euch gleich jegliche Hoffnung, aber es war ein wunder, 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 wunderschönes Buch oder wunderschöne Reihe. Ich glaube, die Bücher haben um die 300 irgendwas Seiten. 350 ungefähr. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe sie beide zusammen innerhalb von
3-4 Tagen durchgelesen. Man muss sagen, ich hatte im Dezember Urlaub, ich hatte auch ein bisschen Zeit. Und ja, das zweite Buch habe ich auch vom Fischer Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Von daher ja, war ich angespornt, dann endlich auch Band 1 vom Sub zu befreien. Es geht um Hollis. Hollis lebt am Hofe des Königs mit ihrer Familie und ja, alle Mädchen in ihrem Alter versuchen halt so ein bisschen an den König ranzukommen. Und Hollis schafft es dann auch, dass der König sie zu seiner ja, Frau in Spee, zu seiner Königin in Spee ernennt. Und eigentlich denkt sie dann auch, sie hat alles erreicht, was sie im Leben erreichen will. Sie findet den König super und sie findet ihn attraktiv und sie findet ihn lustig und charmant. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto, ja, ich sag mal, desto mehr fällt er auf, dass er auch Schattenseiten hat. Und dann taucht eine Familie aus dem Nachbarland auf, die um Asyl bittet, sage ich jetzt einfach mal. Und Hollis freundet sich mit einem der Söhne an und findet ihn irgendwann immer toller und immer toller und den König immer furchtbarer, je nachdem, was er gerade tut. Und dann gibt es einen Cut, das ist mal schwierig zu erklären, dann gibt es einen Cut, wo der König etwas tut, was Hollis halt so gar nicht passt und was sie auch gar nicht nachvollziehen kann. Und sie vertraut sich quasi dem anderen Jungen an. Ja, dann steht die Krönung bevor. Und Hollis merkt plötzlich, sie will den König gar nicht heiraten. Wie das Ganze denn ausgeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich sage mal so, ich habe das Buch oder die Bücher nicht grundlos in 3-4 Tagen durchgesuchtet. Also wer Kira Kass von der Selection-Reihe kennt, weiß, wie angenehm ihre Bücher zu lesen sind und wie locker leicht sie schreibt. Kann man das so sagen? Ich kann es wirklich jedem auch so als Fantasy-Einsteiger nur wärmstens empfehlen. Es ist, wie gesagt, kein Fantasy-Highlight. Es ist einfach eine Romantasy-Geschichte mit mysteriösen und auch romantischen Aspekten. Dann habe ich im Dezember ein Buch von meinem Sub befreit und von meiner 21 für 21 Liste gestrichen. Und zwar Maybe Someday. Da habe ich euch auch schon mal in einem Voting-Video alles vorgestellt, um was es geht. Und habe euch gebeten, bitte abzustimmen, ob ich das Buch lesen soll oder doch eins der anderen drei. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Sub-Voting-Videos. Es hatte damals leider nicht gewonnen, aber nichtsdestotrotz war der Wille da, meine 21 für 21 Liste zu schaffen. Das heißt, ich habe es einfach im Dezember jetzt noch gelesen und ich habe es auch nicht bereut, obwohl es in der Geschichte um Musiker geht und ich so Rockstar- und Musikergeschichten jetzt nicht zu meinen Favoriten zähle und auch eher mal nicht zu einem Buch greife, wenn ich erfahre, dass es um einen Rockstar geht. Trotzdem hat mich das Buch gepackt, einfach aus einem anderen Aspekt des Musikers. Also in dem seinem Leben gibt es eine wichtige, ja, ein wichtiges Merkmal, das man wissen sollte und was es dann für mich wieder faszinierend gemacht hat, zu lesen, wie dieser Mensch es schafft, Musik zu machen. Ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Es geht eigentlich eher um Sydney, die quasi ihren Freund verlässt und bei unserem Rockstar, wie heißt er nochmal, Rich unterkommt. Und es geht um die Geschichte zwischen Sydney und Rich. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, warum die beiden eigentlich nicht zusammen sein könnten. Ja, aber es war schön zu lesen.
Die zwei haben auch eine wunderschöne Geschichte, die sie miteinander teilen. Und ich bereue es nicht, es auf die Liste gesetzt zu haben. Maybe Not habe ich im Übrigen nicht gelesen. Da geht es um den besten Freund von Rich. Das ist auch wirklich nur ein kleiner Teil, ich glaube, ja, ungefähr so viel vom Buch. Aber ich werde das irgendwann mal so zwischen Tür und Angel vermutlich versuchen zu lesen. Dann habe ich zusammen mit der Ivy ein Buch gelesen, wo wir auch schon den ersten Band zusammen gelesen haben und ja, damals schon gesagt haben, es ist ein absolutes Jahreshighlight und der zweite Band kann eigentlich gar nicht besser werden. Ja, Spoiler-Alarm, er kann. Ich spreche von Blue, wo immer du mich findest, von Nicola Hotel. In diesem Band geht es um die Schwester des Protagonisten aus dem ersten Band, also quasi Jane, die Schwester von David. Jane hat im ersten Band erfahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Und ja, einerseits geht es ein bisschen darum, andererseits geht es auch um die Geschichte zwischen Alex und ihr. Alex ist auch ein Politikstudent und schreibt gerade, ich nenne es mal so eine Masterarbeit, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt hat, über einen gewissen Politiker und besucht halt immer zum Arbeiten das Diner, in dem Jane arbeitet und eigentlich können sie sich gar nicht ausstehen, sie finden sich furchtbar nervig und anstrengend, aber dann beginnen sie immer mehr Zeit miteinander zu verbringen und entdecken Seiten am jeweils anderen, die sie fasziniert. Faszinieren und auch emotional berühren. So entwickelt sich auf emotionaler Ebene sehr viel zwischen ihnen. Noch nicht mal körperlich gesehen, aber emotional wirst du so mitgerissen, dass du ja unbedingt wissen willst, wie es ausgeht. Und Nicola hat einfach so einen wunderschönen Schreibstil. Also ich habe selten jemanden gelesen, der mich so mit seinen Worten gepackt hat, emotional gesehen. Also sie schafft es immer wieder, dass ich denke, oh mein Gott, das ist das schönste Buch, das ich je gelesen habe. Und also für mich, ich kann nur für mich sprechen, um Welten besser als, emotional gesehen, als eine Brittany C. Cherry, worauf ja jeder auf Bookstagram schwört, dass das die emotionalsten Bücher aller Zeiten sind, oder Emma Scott. Ich persönlich, meine Meinung, finde, dass Nicola Hotel das um Längen besser macht. Und ich liebe Emma Scott Bücher, um Gottes Willen, aber es gibt aktuell, glaube ich, keine Autorin auf dem deutschen Markt, sage ich jetzt mal, die mich so packt wie Nicola. Und neben Kerstin Gier darf sich Nicola einen Platz auf meiner Lieblingsautorenliste sichern. Switchen wir jetzt mal schnell zum Lux Verlag. Ich habe Berühre mich nicht von Laura Kneidel gelesen. Das Buch hat ungefähr 2 Jahre auf meinem Sub gelegen. Ich habe es extra auch auf die 21/21 Liste gepackt. Und ebenfalls wie bei Maybe Someday, ja, ich muss gerade nochmal gucken, Maybe Someday, habe ich jetzt einfach im Dezember gesagt, ich muss diese Liste schaffen, ich will diese Liste schaffen, mein Ehrgeiz war geweckt und deshalb habe ich zu dem Buch gegriffen und habe es keine Sekunde bereut. Ich habe keine Ahnung, warum das Buch so lange in meinem Regal gestanden hat, aber ich habe die Geschichte einfach nur geliebt. Ich habe mit Sage gelacht, ich habe mit Sage geweint, ich habe mit Sage gelitten, ich habe mich mit Sage gefreut. Ich persönlich habe mich auch sehr gefreut, dass sie einen Etsy-Shop für Schmuck hat, weil das mich so, ja, gecatcht hat, weil ich eben auch einen Etsy-Shop für Schmuck und Co. habe. Und immer wenn sie erzählt hat, ja, ich habe einen Verkauf und ja, da ist wieder was verkauft und da habe ich was Neues eingestellt und das wird direkt angefragt und bliblablub. Ich konnte mich da so gut reinversetzen. Ich weiß noch, gerade zu Beginn von meinem Shop, ich bin hier durch meine Wohnung gehüpft und jedes Mal, wenn ein Verkauf da war, habe ich hier einen Stepptanz aufgeführt. Das war wirklich so. Und deshalb hatte ich direkt eine Verbindung zu Sage und was ihr widerfahren ist, fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe dann auch direkt Ivy geschrieben,
Dir haben die Bücher ja nicht so gefallen. Kannst du mir dann bitte Band 2 geben? Ja. Ich habe zwar jetzt immer noch nicht. Ich habe das Hörbuch gehört, weil ich nicht warten konnte, weil ich nicht wusste, wann ich Evie noch mal sehe. Habe das Hörbuch dann bei Audible gehört, aber werde mir das Buch definitiv noch zu dem ersten Band ins Regal stellen. Dann gab es mal wieder einen Buddy-Read und das war auch der letzte Buddy-Read im Jahr 2021 mit meiner Lieblings-Nella. Wir haben zusammen Lady of the Wicked gelesen. Sie hatte diese wunderschöne Ausgabe aus der, ich glaube, was war es, ein Chest of Fandoms. Da waren diese goldenen Applikationen hier, die Schlange und die Blumen in so einem Bordeaux-Rot. Persönlich finde ich die Aufmachung auch viel schöner als dieses Gold, wobei ich trotzdem das Gold super schön finde. Aber mit diesen zusätzlich noch roten Rot-Metallic-Applikationen war das einfach ein absolutes Highlight. Ja, Lady of the Wicked erzählt die Geschichte von drei Protagonisten. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt, weil andauernd ein Kapitel aus der Sicht eines anderen geschrieben wurde und ich mir nicht zusammenreimen konnte, wie die drei in einer Verbindung stehen. Wir begegnen zuerst Dacia Bonnet. Sie möchte die Herrscherin der Wicked werden und ist gerade dabei, so ein Ritual vorzubereiten. Und ich persönlich dachte auch, dass es in der ganzen Geschichte um dieses Ritual geht. Aber das wurde dann irgendwann zweitrangig, was mich auch ein bisschen genervt hat, weil ich das nämlich diese Thematik super interessant fand. Dann treffen wir auf, sorry, ich habe es nicht mit den Namen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Valens. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Valens ist ein Mann, offensichtlich, der auch wie sie aus Babylon kommt und auch wie sie nicht mehr in Babylon ist, weil ein Fluch auf ihm lastet und er sucht jetzt dringend Hilfe und hört halt, dass Dacia ihm da vielleicht als Fluchbrecherin helfen kann. Die dritte Protagonistin wäre dann Ruth oder wie Lou und ich mal sagen, Ruth. Ja, die lebt tatsächlich noch in Babylon und war früher die beste Freundin von Valens. Ja, irgendwie dümpelt man so durch die Geschichte und erfährt hier und da Dinge, wo man sich auch fragt, warum kriegen wir das jetzt erzählt? Unsere Theorie war es ja, dass Babylon jetzt so oft erwähnt wird, weil in Band 2 die Handlung und die Ereignisse in Babylon spielen werden. Deshalb unsere Theorie, dass jetzt auch Ruth und Co. so oft erwähnt werden und auch Geschehnisse, die aktuell in Babylon vor sich gehen, erwähnt werden, obwohl sie eigentlich gar nichts mit Dacias Geschichte aktuell zu tun haben. Aber dass dann einfach in Band 2 alle Fäden zusammenlaufen und es einfach stimmig ist. So ist unsere Theorie. Switchen wir wieder zurück zu meinem Lieblingsverlag, dem KISS Verlag. Da habe ich nämlich Regenglanz von Anja Omar gelesen. Das ist der Reihenauftakt, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, die Sturmtrilogie. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich sage es immer wieder. Ja, Regenglanz, der zweite Band heißt Nebelschimmer und der dritte heißt irgendwas mit Donner. I don't know. Was ich halt faszinierend finde, sind diese Zeichen, die gab es auch als Tattoos irgendwie dabei und vor allem auch mit buntem Farbschnitt in der Erstauflage. Band 2 ist schon bestellt. Ja, es geht nämlich um Alissa, die Tätowiererin ist und genau dieses Symbol auch auf der Haut trägt. Das ist so eine Art Freundschaftstattoo, das sie mit ihren zwei besten Freundinnen hat, um die es dann in Band 2 und 3 gehen wird. Ja, sie hat eins mit Wolken. Ich glaube, irgendeine der beiden hat eins mit Wellen, also so Meereswellen. Und das dritte weiß ich gerade auch nicht mehr. Vielleicht auch was mit Donner. I don't know. Ja, auf jeden Fall trifft Alissa auf Simon. Simon möchte sich nämlich ein verhunztes Tattoo überstechen lassen, das von seiner Ex-Freundin herrührt.
Und eigentlich möchte er sich auch gar nicht von Alyssa tätowieren lassen, weil er das vor Frauen halt mega peinlich findet, dass er ein Einhorn mit dem Namen seiner Ex-Freundin auf der Brust hat, was noch nicht mal schön ist. Aber er hat dann die Wahl, entweder wartest du gefühlt ein halbes Jahr oder du lässt dir halt jetzt von Alyssa das Cover abmachen, das Tattoo quasi überstechen. Ja, gesagt, getan, die beiden freunden sich an, unternehmen auch diverse Male etwas miteinander und irgendwann merken sie, oh, ich mag den anderen doch recht gerne. Wie das Ganze ausgeht, was für einen Konflikt die beiden miteinander haben, müsst ihr selbst lesen. Ich kann es euch herzlich empfehlen, wärmstens ans Herz legen, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, nicht umsonst eines meiner Jahreshighlights geworden. Das vorletzte Buch, das ich im Dezember gelesen habe, war A Wish for Us von Tilly Cole. Das habe ich im Dezember 2020 zu Weihnachten bekommen bei einer Blogger-Wichtelrunde, Buchblogger-Wichtelrunde. Und ich habe keine Ahnung, warum ich es so lange nicht gelesen habe, aber ich muss sagen, es hat mich zerstört. Das war seit langem nochmal ein Buch, bei dem ich konstant am Heulen war. Ich habe das Buch auch innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Es war schon krankhaft. Ich habe wirklich, bevor ich Maler abholen gegangen bin, bis zur letzten Minute noch gelesen. War sie abholen, habe sie zu ihrem Vater gebracht und habe weitergelesen. Ja, das war ein Lesemarathon-Tag, aber ich habe es dann abends einfach aufgegeben und habe dann am nächsten Tag weitergelesen. Aber es ist einfach ein wunderschönes Buch. Es geht um Crumble Dean und es geht wieder um Musik. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich es die ganze Zeit so vor mir hergeschoben habe und keinen Bock drauf hatte, weil ich einfach diese Musikergeschichten leid bin. Ja, aber Crumble Dean war eigentlich bekannt als Wunderkind der Klassik und plötzlich war von der Bildfläche verschwunden und ist dann Jahre später als bester DJ der Elektronikmusik, mit der ich ja auch nichts anfangen kann, wieder aufgetaucht. Und dann geht es um Bonnie Faraday, die quasi auch Musik studiert und ihn auch schon von früher kennt. Also seine klassischen Werke. Er ist halt einfach bekannt als das Wunderkind. Und plötzlich war er verschwunden. Ja, dann kriegt sie halt mit, dass er zu ihr auf die Uni kommt zum Studieren. Und die beiden werden in einem Projekt als Partner zusammengewürfelt. Und lernen sich dann halt gegebenermaßen zwangsweise besser kennen. Eigentlich mögen sie sich gar nicht, aber entdecken halt nach und nach, dass sie doch mehr gemeinsam haben als gedacht. Beide haben halt eine traurige Hintergrundgeschichte. Dieses Buch hat so viel Plot-Twists beinhaltet, dass einem fast schwindelig wird. Und du schlägst einfach nur Seiten um Seiten um und denkst dir so, nicht ernst, oh mein Gott, hat sie jetzt nicht getan. Ja, also wer gerne Bücher liest, die einen emotional komplett zerstören, einem das Herz rausreißen, auf den Boden werfen, drauf rumspringen und dann versuchen es wieder in die Brust zu setzen, A Wish for Us von Tilly Cole. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, zum 111. Buch, das ich in 2021 gelesen habe. Das war von Johanna Dunninger, Blue Sky Black, ohne Dunkelheit, keine Sterne. Das hat mir die liebe Nenia damals geschenkt, mit persönlicher Widmung, weil sie damals die Book Birthday Party zum Release veranstaltet hat, zusammen mit ihrer Partnerseite, der Steffi. Ja, ich hatte keine Ahnung, was es geht. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, ja, das ist irgendeine Dystopie, die Welt steht am Abgrund und muss sich neu aufbauen. Und damit hatte ich auch irgendwo recht. Aber nichtsdestotrotz habe ich was ganz anderes im Kopf gehabt, als ich dann tatsächlich hier bekommen habe, was spiegelt. Aber seht ihr das, wie schön
in Rosé Metallic das spiegelt. Ich liebe es! Ja, es geht nämlich darum, dass auf der Welt verschiedene Naturkatastrophen geschehen. Und ich dachte, die Geschichte handelt dann davon, dass die Welt sich wieder aufrappeln muss. Aber nein, die Geschichte macht dann einen Sprung um x Jahre, Monate, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Und geht dann halt darum, dass die Regierung eine komplett seltsame Weltanordnung aufbaut und Mila, so heißt die Protagonistin, dann gemeinsam mit ein paar anderen versucht, dagegen vorzugehen. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat Dezember für euch. Ich habe mich eben verzählt, es waren 10 Printexemplare und ein E-Book. Diesen Monat war irgendwie gar kein Hörbuch dabei, aber das lag vielleicht auch dran, dass ich Urlaub hatte, dass ich Zeit hatte, mich hier auf die Couch zu flätzen, es mir gemütlich zu machen und den Gott einen guten Mann sein zu lassen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Ich muss kurz überlegen, ja, heute ist Dienstag. Wenn ihr das Video seht oder wenn ihr das Video online gehen seht, ich wünsche euch gutes Wetter, ich wünsche euch Sonnenschein, ich wünsche euch Zeit mit euren Lieben, ich wünsche euch alles Glück auf der Welt fürs neue Jahr und ich wünsche mir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dürft dem Video gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Wer mich noch nicht abonniert hat, sollte das dringend nachholen. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann schaut doch auch gerne mal bei Instagram vorbei. Da nehme ich euch eigentlich täglich in den Stories mit und erzähle euch so, was in meinem Leben so passiert. Jetzt höre ich aber auf zu babbeln und sage einfach nur bis zum nächsten Mal.